Spieltag in der Oberliga zum FC 08 Homburg auf Frau Eppelborn. Vor 863 Zuschauern gab es ein 7:0. Ich grüße auch die beiden Trainer bei mir, zum einen Jan Berger aus Eppelborn und natürlich unseren Trainer Jürgen Rübinger. Und dann bitte ich auch unseren Gast direkt um sein Zeichen zu spielen. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, der Ärmste heute am heutigen Tag, das wird mein Hund sein, der heute Abend wahrscheinlich noch 3-4 Stunden durch den Wald laufen muss, um das einfach mal sacken zu lassen. Ich glaube, wir haben uns einiges vorgeholt. Wir sind hierher gefahren und wollten Nadelstiche setzen. Wir wollten hier dem FC Homburg mit Sicherheit nicht das Feld zu überlassen, wie das heute in den 90 Minuten war. Ich denke, wir waren auch recht gut vorbereitet auf den Gegner. Zumindest hatte ich vor dem Anschluss noch das Gefühl. Ja, aber dann, was wir hier 90 Minuten abgehalten haben und so auf dem Platz, das ist eigentlich mit Worten sogar nicht zu beschreiben. Also natürlich reden wir hier von zwei Welten, wenn wir über FC Homburg und über FV Eppelborn sprechen. Aber nichtsdestotrotz ist ein Fußballspiel eigentlich auch irgendwo immer eine offene Sache, wo man auch viel über Mentalität erreichen kann. Und es gibt ein Sprichwort, Mentalität besiegt die Qualität. Ja, aber ich habe heute von der Mentalität beim FV Eppelborn absolut nichts gesehen. Wir haben das von der ersten Sekunde an vermissen lassen. Ich denke, wir sind hierher gekommen und haben uns einfach 90 Minuten verprügeln lassen. Dafür muss ich mich auch entschuldigen für den Auftritt. Besonders bei den mitgereisten Zuschauern aus Eppelborn, die sich Woche für Woche den Hintern aufreißen, um auch uns Fußballspielen zu sehen. Ja, die kommen dann hier ins Stadion und sehen so einen desolaten Auftritt meiner Mannschaft. Also ich muss dann sagen, wir müssen da einiges hinterfragen. In allererster Linie hinterfrage ich mich, ob ich wirklich alles dafür gemacht habe, um die Mannschaft vorzubereiten auf die heutigen 90 Minuten. Denn ich denke, man kann verlieren gegen Homburg, klar in dieser Liga, aber ein 7:0, ja, das ist dann schon eine Sache, wo ich sage, fehlen mir jetzt gerade die Worte. Ich muss sagen, Glückwunsch an Jürgen, der mit Sicherheit auch ein Glücksgriff und ein Goldfang ist für den FC Homburg. Ich kenne ihn noch aus früheren Zeiten und habe ja im Vorbericht schon gesagt, dass der Jürgen für mich der beste Trainer ist, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, beziehungsweise den ich kennenlernen durfte. Ich denke, was er hier erreicht, wie der FC Homburg auftritt, wie er nach vorne marschiert, wie er offensiven Fußball spielt, ist auch eine Handschrift von ihm. Und ich glaube, das war mit die beste Entscheidung, die der FC Homburg machen kann. Und mit Jürgen als Trainer bin ich davon überzeugt, dass der FC Homburg ganz, ganz früh den Aufstieg in die Regionalliga wieder schafft, wo er auch hingehört. Und ich glaube, auch zu unserer Leistung habe ich genug gesagt. Und da ist auch jedes Wort dann zu viel. Danke. So viel Lob, bleibt noch die Frage, wie hast du das Spiel gesehen und die wichtige auch, dein Hund heute Abend auch noch gejagt durch den Wald? Mein Hund kann heute machen, was er will. Nein, natürlich nicht. Grundsätzlich, Jan, ich würde deine Mannschaft jetzt nicht so negativ sehen. Es ist einfach so, muss man sagen, dass meine Mannschaft also heute wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, von der ersten Minute an wieder auf Sieg gespielt hat. Und es sieht danach immer vielleicht relativ leicht aus, aber man muss erstmal mit der Einstellung, mit der Konzentration und Konsequenz einfach auch so ein Spiel dann spielen und dann nicht auch beim 3-0 vielleicht zwei Gänge zurückschalten. Die Mannschaft versucht immer bis zum Schluss noch Tore zu machen und das zeichnet sie auch aus. Und das ist einfach natürlich auch eine Charaktersache von den Spielern. Und da haben wir, glaube ich, gerade vor der Saison bei den Spielern einfach die richtige Wahl getroffen. Ja, wie gesagt, tolles Spiel heute, soll man genießen, auch die Fans. Nur wir müssen trotzdem am Teppich bleiben, ja, war der 8. Spieltag jetzt. Ja. Wir sind glücklich, dass es so toll läuft. Aber wir haben noch eine lange Saison vor uns und kommen noch andere Gegner auch hierher, oder wo wir hinfahren. Aber für heute ein tolles Kompliment an die Mannschaft und Gratulation zum Sieg. Gibt es von den Pressevertretern noch Fragen? Gut, dann bedanke ich mich wie immer und wünsche ich unseren Gästen noch eine gute Heimreise, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende.